Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt euch von mir mehr deutsche Kriminalfälle gewünscht und aus genau diesem Grund habe ich heute den Fall von dem Serienmörder Peter Kürten für euch. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Am 26. Mai 1883 wurde Peter Kürten in Mülheim am Rhein geboren und wuchs dort als drittältester von insgesamt 13 Geschwistern auf. Mülheim am Rhein war damals eine boomende Industriestadt bei Köln und dort wuchs Peter eben mit seinen Geschwistern und seinen Eltern in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater war ein schlimmer Alkoholiker, der seine Frau tatsächlich auch schlug und er arbeitete als Sandformer. Und das Sandformverfahren ist quasi ein Gussverfahren von zum Beispiel Metall. Also Metall wird ja in eine Form gegossen quasi und diese Form war dann eben aus Sand angefertigt. Als Peter gerade einmal 5 Jahre alt war, ging er dann mit einem Hundefänger zusammen zu einem Bach, wo die beiden dann 2 Welpen ertranken. Und in diesem Moment entdeckte Peter seine Leidenschaft fürs Töten. Ihm machte das Ganze Spaß und so fing er an, regelmäßig Tiere mit Messerstichen zu verletzen und eben auch zu töten. Als Peter 8 Jahre alt war, bekam er mit, wie der Vater wieder einmal der Mutter gegenüber sehr übergriffig wurde. Und daraufhin haute er dann ab und schaffte es tatsächlich 3 Wochen lang auf der Straße zu überleben, indem er eben ja immer wieder so kleinere Diebstähle vollzog, um nicht zu verhungern, nicht zu verdursten, bis die Polizei ihn dann aber letztendlich aufgabelte und zurück nach Hause brachte. Eigentlich sollte Peter dann von der Polizei in eine Fürsorgeeinrichtung gebracht werden, was jetzt im Nachhinein gesehen für ihn wahrscheinlich besser gewesen wäre. Die Mutter allerdings konnte die Polizisten noch irgendwie davon abhalten und so blieb er zu Hause. 1894 zog die gesamte Familie dann nach Düsseldorf, wo Peter dann bis 1897 die Volksschule in Girrisheim besuchte. Danach begann auch er eben die Sandformlehre in derselben Fabrik in Düsseldorf, wo auch sein Vater arbeitete. Und während dieser Lehre war körperliche Züchtigung ein sehr wichtiger Bestandteil. In der Vergangenheit dienten Körperstrafen oder eben körperliche Züchtigung oft der Disziplinierung und informellen Bestrafung von eben Untergeordneten, so wie es Peter eben auch zu diesem Zeitpunkt war. Er war ja der Lehre. 1897, also in demselben Jahr, wurde der Vater dann, nachdem er seine älteste Tochter missbraucht hat, zu einer Zuchthausstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. Ein Zuchthaus, müsst ihr euch vorstellen, war ab dem 18. Jahrhundert wie ein Gefängnis, nur eben mit härteren Bedingungen für die Häftlinge. Wurde man also zum Beispiel zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, dann musste der Häftling schwere körperliche Arbeiten verrichten, zum Beispiel in einem Steinbruch oder sowas und dort halt wirklich oftmals bis zur absoluten körperlichen Erschöpfung. Eben immer noch im selben Jahr, wo sein Vater ins Gefängnis kam und er eben die Volksschule ja abgeschlossen hatte, fing er das erste Mal an, ein Mädchen zu würgen im Grafenberger Wald und sie überlebte das, also er würgte sie nicht, aber dennoch entdeckte er da irgendwie seine Leidenschaft dafür und kurz darauf unterschlug er auch 100 Mark Lohngeld, woraufhin er sich dann auf den Weg nach Koblenz machte, wo er sich eine Prostituierte schnappte und die beiden dann eine Rheinreise machten. Am 6. Juni 1899 wurde er dann in Düsseldorf wegen der Unterschlagung zu einer Haftstrafe von 2 Monaten verurteilt. Daraufhin kamen nochmal 2 Extratage, da er eben im Freien übernachtete und dies nicht gestattet war. Als der inzwischen 16-Jährige dann im August 1899 wieder entlassen wurde, hielt er sich weiterhin in Düsseldorf ohne Festanstellung auf. Er lernte kurz darauf Frau M., die wirklich wesentlich älter war als er, kennen und ihre ebenfalls 16-jährige Tochter und zog dann zu den beiden in die Wohnung. Zwischen Peter und Frau M. kam es dann zu diversen sexuellen Praktiken und mit ihrer Erlaubnis durfte er sie dann auch würgen und schlagen. Als Frau M. sich dann irgendwann von ihm trennte, konnte er trotzdem nicht von ihr ablassen und so schlich er sich immer wieder über das Dachfenster in die Wohnung hinein, wo er sie dann daraufhin bedrohte und ihr tatsächlich die Wohnungsschlüssel klaute. Am 2. Januar 1900 wurde er deshalb zu einer 12-tägigen Haftstrafe verurteilt und als er eben nach diesen 12 Tagen aus dem Gefängnis wieder herauskam, brach er erneut in die Wohnung von Frau M. ein und bedrohte sie wieder.
Am 16. Februar 1900 wurde er dann nochmal zu 7 Tagen Gefängnis verurteilt und bis Oktober 1900 kamen noch 3 weitere Haftstrafen wegen Zechprellerei, Einbruch und Diebstahl hinzu. Anschließend lebte er dann für kurze Zeit bei seiner Mutter, nachdem er wieder aus dem Gefängnis herauskam. Seine Mutter hatte sich inzwischen von dem gewalttätigen Vater getrennt, hielt es aber irgendwie nicht lange bei seiner Mutter aus und ging dann ins 35 Kilometer entfernte Reit, wo er mehrere Diebstähle begangen, weswegen er dann erneut für 2 Jahre ins Gefängnis musste. Im Januar 1903 kam er dann aus dem Gefängnis heraus und hatte Kontakt zu einer ehemaligen Mitschülerin, nämlich Elisabeth Brenner, ebenfalls aus Düsseldorf. Die Brenners wollten ihn allerdings nicht in ihrer Wohnung haben und schmissen ihn daraufhin wieder raus, denn Elisabeth hatte angeboten, dass er bei ihr eine Weile leben könnte. Den Rausschmiss konnte Peter absolut nicht verkraften oder wahrhaben und daraufhin fing er an, die Familie richtig zu terrorisieren. Er schmiss Fenster mit Steinen und einem Beil ein und feuerte tatsächlich auch mehrere Schüsse auf das Haus ab. Natürlich blieb auch diese Aktion nicht ungestraft und so musste er dann wieder für 1 Jahr und 3 Wochen ins Gefängnis gehen. Als er freikam, lebte er dann nochmal für eine kurze Zeit bei seiner Mutter, bevor ihn dann tatsächlich Frau M. nochmals aufnahm. Peter hatte aus den ganzen Haftstrafen nach wie vor nichts gelernt und er hatte auch keinen richtigen Job, was für ihn wahrscheinlich ohnehin schwierig war, da ja mit seiner Vorgeschichte und den ganzen Diebstählen ihn wahrscheinlich niemand so einfach einstellen wollte. Und daher bestritt er seinen Lebensunterhalt weiterhin mit Einbruchsdiebstählen. Im Herbst 1904 entwickelte er dann seine große Leidenschaft für Brandstiftungen und insgesamt konnten ihm nachher 24 Fälle von Brandstiftungen nachgewiesen werden, wobei man aber davon ausgeht, dass deutlich mehr Brandstiftungen eben ja auf sein Konto gehen. Zu der Zeit wurde er außerdem zum Militärdienst eingezogen, worauf er aber so gar keine Lust hatte und noch am ersten Tag abhaute und sich bei Frau M. versteckte. Silvester 1904 wurde er dann gefasst und zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt wegen Fahnenflucht, 34 sehr schweren Diebstählen und 12 versuchten Diebstählen. Als er nach 7 Jahren aus dem Zuchthaus hinauskam, lebte er erneut bei seiner Mutter und er hatte wieder mal nichts aus der ganzen Sache gelernt und war weiterhin dabei, Einbrüche zu begehen. Schnell setzte er weitere Delikte auf seine Liste. Ein Dienstmädchen, mit dem er eine Beziehung anfing, trennte sich nachher von ihm, weil er anfing, sie zu misshandeln. Und man müsste ja eigentlich meinen, dass er aus dem Verhalten seines Vaters irgendwas mitgenommen, irgendwas gelernt hätte, aber nein, er fing an, die Frauen genau so zu behandeln. Er belästigte außerdem eine Frau in einer Gaststätte und als der Wachmann und eben ja, umherstehende Leute ihr zur Hilfe kamen, schoss er auf diese, wofür er 6 Monate im Gefängnis kassierte. Außerdem brach er am 18. Mai 1914 in Düsseldorf in ein Haus ein, wo sich zu dem Zeitpunkt eine 16-Jährige befand, die er anfing zu misshandeln. Leider konnte er aber unerkannt flüchten, nur um kurz darauf noch etwas viel Grausameres zu tun. Am 25. Mai brach er in die Wohnung des Gastwirts Peter Klein ein. Dieser war zu der Tatzeit mit seiner Frau gemeinsam unten in der Gaststätte, die eben im Erdgeschoss war. Und es war spät abends und die 9-jährige Tochter der Gastwirtin Christine Klein lag schon in ihrem Bett und sollte schlafen. Und als er dann eben in diese Wohnung einbrach, er schnitt dann dem schlafenden Mädchen die Kehle durch und hinterließ am Tatort ein blutbeflecktes Taschentuch mit seinen Initialen P.K. Und er verließ die Wohnung dann auch unbemerkt, ohne irgendetwas mitzunehmen, da sich in der Wohnung keine Wertgegenstände befanden. Kurz darauf fand die Mutter dann die Tochter und als allererstes wurde der Vater Peter Klein verdächtigt, da er dieselben Initialien wie Peter Kürten hatte, eben dieses P.K. Und deshalb ging man eben davon aus, dass er seine eigene Tochter umgebracht hat. Der Vater konnte seine Unschuld allerdings beweisen. Ich meine, er war ja zu der Zeit unten als Gastwirt tätig gewesen, man hatte ihn gesehen, Zeugen waren vor Ort gewesen. Daher war es sehr leicht für ihn, seine Unschuld zu beweisen. Als nächstes verdächtigte man aber seinen Bruder Otto Klein. In der Familie gab es eine Erbschaftsstreitigkeit, die man dann eben als Belastungsgrund
Namen und außerdem will ein Zeuge gesehen haben, wie ein Mann die Wohnung verließ und dieser soll einen Anzug getragen haben, so wie Otto es auch immer tat. Vor dem Schwurgericht wurde er dann aufgrund von mangelnden Beweisen freigesprochen und starb 1915 in Russland, ohne dass man je seine Unschuld vorher noch beweisen konnte. Peter Köthen wurde tatsächlich zu keinem Zeitpunkt verdächtig, da er am Tatort absolut keine Spuren hinterlassen hat, bis auf eben dieses Taschentuch. Aber da ging man ja von aus, dass es zur Familie gehörte. Kurz nach dem Mord, so etwa im Frühsommer, fing Peter eine Affäre mit einem Hausmädchen an, mit der er sich dann auch bei Nacht im Grafenberger Wald traf. Und dort schlug und würgte er sie, ließ allerdings im letzten Moment von ihr ab, als er sah, wie sich Passanten näherten. Und das Erstaunliche ist, diese Frau erstattete nie eine Anzeige gegen ihn. Kurz darauf attackierte er dann im Gierisheimer Park einen Mann, einfach aus Langeweile, mit einem Beil und er floh dann vom Tatort und zündete unerkannterweise einen mit Stroh beladenen Wagen an und niemand bekam mit, dass er das getan hat. In der folgenden Woche schlug er erneut mit dem gleichen Beil ein Mädchen in Gierisheim nieder, floh wieder und zündete 3 Heuschober an. Als er wenig später bei einem Einbruch in Düsseldorf erneut mit dem Beil auf ein Mädchen losging, konnte der Vater gerade noch reinkommen und Peter floh wieder, konnte aber wieder unerkannt davonkommen, so ja, dass wieder keine Anzeige erstattet werden konnte, weil der Vater einfach sein Gesicht nicht gesehen hat und ihn auch sonst an keinem Punkt irgendwie ausfindig machen konnte. Am 14. Juli wurde er wieder einmal zu 6 Jahren Haft verurteilt wegen diversen Diebstählen. Und als er im Gefängnis sich einer Gefängnismeuterei anschloss, wurde diese Strafe eben nochmal um 2 Jahre verlängert. Ab 1921 lebte er dann im thüringischen Altenburg, wo tatsächlich auch eine seiner Schwestern lebte. Und er suchte sich dort tatsächlich einen Job. Dort arbeitete er nämlich in einer Maschinenfabrik, fiel aber allerdings auch wegen Tierquälerei dort auf. 2 Jahre später heiratete er Auguste Schaaf, die wegen Totschlags mit einer Schusswaffe vorbestraft war. Und ich würde lügen, würde ich sagen, dass Peter nicht stolz darauf war, mit ausgerechnet dieser Frau verheiratet zu sein. 1925 zogen die beiden dann nach Düsseldorf und Peter arbeitete in verschiedenen Bau- und Maschinenfabriken. Und seine Frau Auguste arbeitete zuerst in einer Fischbratküche, nachher dann aber in der Küche des Café Hemesaat in der Graf-Adolf-Straße, wo sie oft bis spät in der Nacht arbeitete. Die Nachbarn hatten wirklich keine Ahnung davon, wie verkorkst Peter Köthen und seine Frau eigentlich wirklich waren. Denn nach außen hin wirkte er wirklich wie ein sehr zuvorkommender, gepflegter, schicker Mann. Und sie wirkten generell wie ein sehr harmonisches und durchschnittliches, normales, glückliches Paar. Ja, und sie ahnten wirklich überhaupt nicht, was sich hinter dieser Fassade eigentlich verbarg. Peter war seiner Frau untreu, was diese tatsächlich auch wusste. Und anstatt erbost darüber zu sein, sprach sie auch noch mit den Mädchen, mit denen er schlief, um sie davon abzuhalten, irgendwie zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Was tatsächlich auch klappte. Im Sommer 1925 misshandelte er in kurzen Abständen 3 Dienstmädchen in der Düsseldorfer Parkstraße und er erschlich sich ihr Vertrauen mit gefälschten Unterlagen. Ja, und eines der Mädchen zeigte ihn dann an und im Laufe des Verfahrens meldeten sich dann doch auch noch die anderen beiden Mädchen, die ihn dann ebenfalls anzeigten und ja, ihre Seite der Geschichte schilderten. Und daraufhin musste er dann wegen Urkundenfälschung eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen. 1926 und 1927 blieb er bei einer weiteren Reihe von Brandstiftungen und Überfällen auf Frauen unerkannt. Er wurde aber in Fällen von Beleidigung, Bedrohung und Nötigung Anfang des Jahres 1928 zu 8 Monaten Haft verurteilt. Also es ist wirklich der Wahnsinn, wie diese Sachen immer aufflogen, aber die anderen grausamen, brutalen Sachen, die er tat, die sah einfach niemand. Im Oktober 1928 kam er wieder frei und zwischen Februar und November 1929 beging er 8 Morde. Und bis zu seiner Verhaftung im Mai 1930 beging er dazu mehr als 20 Überfälle mit Mordabsicht. Am 2. Februar 1929, so gegen 21 Uhr,
überfiel er die Frau Apollonia Kühn und er stach mit einer Schere mehrfach auf sie ein, wobei die Spitze der Schere in ihrem Kopf stecken blieb und eben abbrach. Und er war sich ziemlich sicher, sie getötet zu haben und versteckte sich dann in der Nähe, um sie eben noch zu beobachten. Doch sie war nicht tot. Sie schaffte es tatsächlich, sich schwer verletzt noch in ihre Wohnung zu begeben. Ja, die Schere, die ja jetzt natürlich unbrauchbar war, sie war kaputt, ließ er sich tatsächlich noch einmal nachmachen und er ließ sich noch einen Dolch anfertigen, der auch zum Einsatz kommen sollte. Die Frau war sich natürlich nicht mehr sicher, wer ihr Angreifer war. Sie war natürlich sehr schwer verletzt gewesen und es gab auch einfach keine Zeugen. Und ja, die Polizei ermittelte und der Fall wurde natürlich dann publik. Und es gab tatsächlich einen Geisteskranken namens Johann Stausberg, der sich in genau diesem Fall als schuldig bekannte, obwohl er eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Aber er war, wie gesagt, geisteskrank und war sich ziemlich sicher, dass er ihr das angetan hat. Dass Peter der wahre Täter war, kam erst viel, viel später raus. Und das sollte tatsächlich auch nicht das einzige Verbrechen gewesen sein, das Johann fälschlicherweise sich selbst zuschrieb. 7 Tage später, am 9. Februar, war Peter mit einer größeren Schere unterwegs. Ja, und gegen 18 Uhr traf er dann die 9-jährige Rosa Ohlinger, die sich verlaufen hatte. Er bot ihr an, sie nach Hause zu bringen und gemeinsam gingen sie dann in die von ihr genannte Richtung los, kamen dabei aber in die Nähe seiner Wohnung und auf der Höhe der Vinzenzkirche stach er mit der Schere so oft auf das Mädchen ein, bis es tot war. Da der Tatort aufgrund einer Baustelle sehr schlecht einsehbar war, hatte er tatsächlich genügend Zeit, noch hoch in seine Wohnung zu gehen, Tatwaffe und Kleidung zu reinigen und tatsächlich noch die Alhambra Lichtspiele zu besuchen, für die er eine Freikarte hatte. Als er zurückkam, holte er sich eine Bierflasche aus seiner Wohnung, die er mit Petroleum befüllte, und ging dann zurück zu der Leiche der kleinen Rosa, wo er sie eben anzünden wollte. Dies konnte er allerdings nicht machen, da gerade Passanten in der Nähe waren und sie ihn sonst definitiv gesehen hätten. Am frühen Morgen des nächsten Tages suchte er die bis dahin immer noch unentdeckte Kinderleiche auf und zündete sie dann tatsächlich an. Und auch für diesen Mord mit Brandstiftung bekannte sich Johann Stausberg als schuldig. Am 12. Februar traf er gegen Mitternacht auf den 54-jährigen Rudolf Scheer, der sich angetrunken gerade aus einer Wirtschaft hinaus bewegte und auf dem Weg Richtung Schrebergarten war. Ja, und Peter stach ihn dann mit der gleichen Schere, womit er auch zuvor die kleine Rosa getötet hat, auf den Mann ein, und als dieser anfing, sich zu wehren, stach er abermals zu. Das austretende Blut versuchte er tatsächlich mit seinem Mund aufzufangen, jedoch erfolglos. Der Mann war bis dahin tatsächlich noch nicht tot, also er lebte immer noch, und als Peter dann genug von den Versuchen hatte, das Blut zu trinken und auf den armen, wehrlosen Mann einzustechen, schubste er ihn eine Böschung hinunter, wo er dann auch letztendlich in der Nacht verstarb. Die Leiche wurde am nächsten Tag zufälligerweise von einer Frau Werner gefunden, die sich noch davor mit Peter Kürten über den Angriff auf Frau Kühn unterhalten hat. Also das war wirklich ein Riesenzufall, dass genau diese Frau die Leiche fand. Peter, habe ich ja schon gesagt, war seiner Frau untreu und er hatte einige Bekanntschaften, die er tatsächlich angriff und würgte, aber tatsächlich nicht tötete. Und am 8. August 1929 traf er am Hansaplatz Maria Hahn und mit ihr verabredete er sich für den kommenden Sonntag für eine lange Wanderung. Ja, die beiden gingen dann spazieren und hatten eigentlich eine gute Zeit, und als sie dann wieder auf dem Rückweg nach Gerresheim waren, lockte Peter sein Opfer auf ein abgeschiedenes Wiesenstück, wo er anfing, sie zu liebkosen und Zärtlichkeiten mit ihr auszutauschen, nur um sie kurz darauf zu würgen und anschließend mit der Schere zu erstechen. Und als wäre das alles nicht schon abartig genug, fing er tatsächlich auch noch an, das Blut seines Opfers zu trinken, welches er allerdings nicht bei sich behalten konnte, denn er musste sich sofort erbrechen. Ihre Leiche legte er dann in einen Entwässerungsgraben und ging ganz normal, als wäre nichts gewesen, nach Hause. Naja, durch seine schmutzige und dreckige Kleidung, denn naja, man kann sich ja vorstellen, dass er nicht sauber blieb, wurde seine Frau tatsächlich misstrauisch, aber er schaffte es, ihr irgendeine Geschichte aufzutischen,
Ja, weswegen sie ihm glaubte und nicht weiter nachfragte oder irgendwelche Nachforschungen betrieb, um zu gucken, was da eigentlich wirklich passiert sei. Trotzdem hatte er Angst, dass wenn man die Leiche finden würde, seine Frau irgendwas ahnen würde. Ja, und so ging er an dem Tag noch zweimal zu der Leiche hin. Das erste Mal vergewisserte er sich, dass die Leiche überhaupt noch da war, dass man sie noch nicht gefunden hatte. Und beim zweiten Mal ging er in der Nacht dahin mit einer Schaufel gewappnet und grub ein Grab für sie aus, in dem er sie dann versteckte. Anfangs kehrte er immer wieder zu Marias Grab zurück, einfach um es noch besser zu tarnen, dass einem nicht auffallen würde, dass da ein frisch ausgehobenes Grab ist. Er tarnte es immer wieder und nachher ging er tatsächlich regelmäßig dahin, um sich selbst zu befriedigen. Im Laufe des Septembers, verlor er dann das Interesse daran, das Grab zu besuchen. Er fand es viel spannender, wie es wohl sein würde, wenn die Polizei die Leiche finden würde. Also fertigte er eine kommentierte Skizze an über eben dieses Grab, wo man die Leiche finden würde, und warf diese Skizze dann eben in den Briefkasten der Düsseldorfer Stadtanzeige. Allerdings wurde darüber tatsächlich nie berichtet. Ob die Leute das nicht ernst genommen haben oder so, das weiß ich nicht. Am 20. August ging Peter Kürten nach der Arbeit auf die Kirmes in Lierenfeld. Er hatte sein Dolch dabei und sprach auch immer wieder Frauen an, jedoch erfolglos. Gegen 2 Uhr nachts folgte er dann zwei Mädchen, die eben von der Kirmes nach Hause gingen. Und als eines der Mädchen in ihrer Wohnung in der Gummertstraße ankam, folgte er dann noch einige Meter dem zweiten Mädchen, nämlich der 18-jährigen Anna Goldhausen. Ja, und er folgte ihr noch ein paar Meter und zog dann seinen Dolch und stach ihr in den Oberkörper. Anna schaffte es zum Glück, ihrem Angreifer zu entkommen und lief schreiend zurück zu der Wohnung ihrer Freundin. Sie war ja nicht weit entfernt, woraufhin Peter die Flucht ergriff. Nur 15 Minuten später bedrängte er die 31-jährige Olga Mantel, die alleine auf dem Weg nach Hause war. Er verfolgte sie eine Weile und fügte ihr dann mehrere Stiche mit dem Dolch in den Rücken zu. Und sie fing natürlich laut an zu schreien, was einen Pförtner in der Nähe alarmierte, der direkt angerannt kam und Peter tatsächlich auch noch eine Weile hinterher rannte, ihn aber allerdings aus den Augen verlor. Auf seiner Flucht attackierte er dann noch den 30-jährigen Heinrich Kornblum mit einem Dolch wieder in den Rücken. Ja, und Heinrich konnte dann noch zum Kirchplatz fliehen, wo man ihm dann eben mit seinen Verletzungen Gott sei Dank helfen konnte. Daraufhin versteckte Peter dann den Dolch und ging, als wäre nichts passiert, zurück zur Kirmes, um sich an der aufgebrachten Stimmung zu ergötzen. Danach ging er zurück zu dem Ort, wo er Olga Mantel attackiert hatte und sah zu, wie man sie schwer verletzt abtransportierte, was ihm ebenfalls eine große Freude bereitete. Dort blieb er tatsächlich nicht ganz unerkannt, denn der Pförtner meinte Peter zu erkennen und sprach ihn daraufhin an, doch dieser ließ sich wieder irgendeine Geschichte einfallen, die so glaubhaft rüberkam, dass der Pförtner sich gar nicht mehr sicher war und sich dachte, nein, dieser Mann kann es nicht gewesen sein, und eben nicht zur Polizei ging und niemandem davon erzählte. Ja, und auch an diesem Abend holte Peter dann seinen Dolch aus dem Versteck zurück und ging wieder, als wäre nichts gewesen, nach Hause. Am 24. August, Peter war gerade in Flehe, wo ein Schützenfest stattfand, folgte er zwei kleinen Mädchen, die auf dem Weg nach Hause waren. Nämlich die 13-jährige Luise Lenzen und die 5-jährige Gertrud Hamacher. Er sprach die beiden Mädchen auf dem Feldweg an und beauftragte die 13-jährige Lucy, ihm Zigaretten zu holen. Ja, das machte Lucy dann aus welchem Grund auch immer, und als er dann mit der kleinen Gertrud alleine war, würgte er sie bis zur Bewusstlosigkeit, nur um sie anschließend in einen Bohnenacker zu tragen und ihr dort die Kehle durchzuschneiden. Dann lief er Luise entgegen und würgte auch sie. Und als er sie mit dem Dolch niederstechen wollte, wehrte sie sich und konnte ihm tatsächlich kurz entkommen. Sie lief wirklich um ihr Leben. Sie wollte einfach nur weg. Sie versuchte zu fliehen. Ja, aber Peter war viel größer als sie und konnte viel größere Schritte machen und konnte sie dann doch noch erreichen. Und ja, er stach dann auch sie mit mehreren Dolchstichen. Nur einen Tag später sprach er die 26-jährige Gertrud Schulte an und ja, mit falschen Angaben erschlich er sich ihr Vertrauen. Ja, und überredete sie zu einem gemeinsamen Besuch der Kirmes in Neuss. Dort blieben sie allerdings nicht lange und kurz darauf gingen sie zu den Rheinwiesen, wo er anfing, sie sexuell zu bedrängen. Doch das passte der 26-Jährigen überhaupt nicht und sie fing sich an zu wehren. Peter, der seinen Dolch eigentlich immer
Hammer dabei hatte, zückte ihn natürlich sofort und bei einem besonders heftigen Stoß brach die Spitze des Dolches ab und blieb in ihrem Wirbelknochen stecken. Und durch die Hilfeschreie der Frau alarmiert, kam dann auch sofort eine Jugendliche angerannt. Und Peter ergriff daraufhin dann sofort die Flucht. Er warf den Rest des Dolches weg und ließ sein Opfer zurück, welches die Tat tatsächlich überlebte. Ein Fall, der bis heute ungeklärt ist, ist der Fall von Caroline Herstras. Peter sprach sie eines Abends am Hauptbahnhof an und schaffte es irgendwie, dass sie die letzte Bahn nach Neuss verpasste. Ja, und da natürlich kein Zug mehr fuhr und sie niemanden in der Gegend kannte, bot er ihr an, dass er ihr ein Zimmer für die Nacht besorgen würde. Ja, und so führte er sie zum Ufer der Düssel beim Ostpark. Laut Angaben der Frau soll Peter sie in die Düssel geschubst haben. Als die Polizei sie jedoch vernahm, kam währenddessen heraus, dass die Frau wohl absichtlich gesprungen sei und sich auch die Würgemale, die man an ihrem Hals fand, selbst zugelegt haben soll. Also was jetzt dort speziell die Wahrheit ist und was nicht, das konnte nie aufgeklärt werden. Ob das jetzt wirklich so stimmt, dass sie selbst gesprungen ist oder sich diese Male selbst zugefügt hat, das weiß man nicht. Am 29. September ging er mit einem Hammer bewaffnet zum Düsseldorfer Hauptbahnhof und dort sprach er die 31-jährige Ida Reuter an und ging mit ihr zusammen spazieren. Als die Dämmerung eintraf, machten sie sich wieder auf den Rückweg und plötzlich, wie aus dem Nichts, verpasste er ihr mit dem Hammer einen Schlag auf die Schläfe. Ida verlor das Bewusstsein und wurde von ihrem Angreifer zu den Rheinwiesen geschleppt, das Ganze auch wieder unerkannt. Und dort tötete er die Frau mit weiteren Hammerschlägen. Anschließend zog er ihr die Hose aus, steckte ihren Ring ein und versuchte sie im Rhein zu versenken. Ein Mann mit Hund näherte sich, ein Polizist, wie sich nachher herausstellte, woraufhin Peter dann eben seine Aktion abbrach und nicht mehr versuchte, ihren Körper ins Wasser zu werfen. Er ließ sie einfach dort liegen und ging nach Hause. Und das Tragische ist, dass der Polizist einfach nichts davon mitbekam, was sich da gerade vor seinen Augen abspielte. Am 11. Oktober, Peter war gerade in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs, traf er auf die 22-jährige Elisabeth Dörfer. Ja, und die beiden kamen ins Gespräch und suchten danach eine Brauerei auf, wo sie sich eben gemeinsam etwas zu trinken holen wollten und eben weitersprechen wollten. Ja, und dort verbrachten sie ein wenig Zeit und machten sich danach auf den Weg in die Richtung seiner Wohnung. Naja, zumindest glaubte Elisabeth dies. In Wahrheit führte er sie zu einem Weg am Düsselufer, wo er sie mit einem Hammerschlag niederschlug und sie dann hinter einem Busch versteckte, wo er sich dann an ihr verging und sie anschließend mit weiteren Hammerschlägen verletzte. Er ließ das bewusstlose Mädchen in dem Glauben, sie getötet zu haben, liegen und warf ihre Sachen weg und ging einfach fort. Ja, und am nächsten Morgen fand dann jemand das bewusstlose Opfer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber leider nach 36 Stunden, ohne jemals wieder zu Bewusstsein gekommen zu sein. Peter konnte es einfach nicht sein lassen und ging 2 Tage später wieder zu dem Tatort zurück, wo er Elisabeth mit dem Hammer eben niedergeschlagen hat. Und dort waren gerade Polizisten unterwegs und er sagte dem Polizisten, er gab dem Polizisten Hinweise, wo man die Kleidung der Toten finden konnte, aber die Polizisten, sie checkten es immer noch nicht. Sie haben immer noch keinerlei Verdacht geschöpft. Noch am gleichen Tag startete er einen neuen Versuch, um auf das Grab von Maria Hahn aufmerksam zu machen. Er fertigte eine erneute Skizze an. Diese schickte er diesmal allerdings zur Düsseldorfer Polizeiwache. Da die Skizze aber zu ungenau war, konnte die Polizei keine Leiche finden. Am 25. Oktober 1929 begab er sich mit seinem Hammer zusammen auf den Weg nach Fliegern und dort sprach er kleine junge Mädchen an, die sich Gott sei Dank nicht auf ihn einließen. Ja, und er ließ dann auch zum Glück von ihnen ab und ließ sie dann einfach in Ruhe und er zog dann weiter und traf dann auf die 34-jährige Hubertine Meurer. Sie kamen ins Gespräch und gingen gemeinsam den Hellweg entlang und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie kamen sie auf den Mordfall Scheer zu sprechen. Wenn ihr euch erinnert, der ist einige Monate zuvor passiert. Und während des Gesprächs wurde die 34-Jährige irgendwie misstrauisch, was Peter natürlich überhaupt nicht leiden konnte. Und deshalb schlug er sie nieder. Hubertine, die
schwer verletzt am Boden lag, versuchte nach Hilfe zu schreien. Doch Peter schlug ihr einfach immer mehr mit dem Hammer auf den Kopf, bis sie einfach gar keinen Ton mehr von sich gab. Er schnappte sich ihre Aktentasche und lief davon. Und als er dann etwas weiter weg war, schaute er dann in die Tasche rein, in die Aktentasche. Und als er sah, dass dort nur Kleidung drin war, nichts Wertvolles, warf er die Tasche dann am Ostpark weg. Weit nach Mitternacht hielt er sich dann vorm Hofgarten auf, wo er auf die Prostituierte Clara Wanders traf. Diesmal war es so, dass sie tatsächlich ihn ansprach, was er total interessant fand. Und die beiden kamen ins Gespräch und gingen dann Richtung Hofgarten. Beim Ananasberg attackierte er sie dann mit mehreren Hammerschlägen. Und beim letzten Hammerschlag war es tatsächlich so, dass der Hammerstiel brach. Und der Hammerkopf flog ins Gebüsch und das Opfer landete leider bewusstlos auf dem Boden. Peter lief Richtung Hofgartenstraße und konnte von dort aus sein Opfer sehen. Er sah, wie sie wieder zu sich kam und laut schreiend nach Hilfe rief. Sie schaffte es sogar loszulaufen. Am Ratinger Tor wurde sie dann von mehreren Frauen umringt, die ihr dann helfen wollten. Bevor er dann zum Tatort zurückkehrte, um erfolglos nach dem Hammerkopf zu suchen, lief er einen Bogen, wo er dann den abgebrochenen Hammerstiel los wurde. Am 7. November 1929 machte er sich dann erneut auf den Weg nach Fliegern, wo er sich ein neues Opfer suchte. Ja, und bei der Flinkerer Kirche traf er dann auf die 5-jährige Gertrud Albermann, die vor dem Haus ihrer Tante gerade spielte. Ja, und irgendwie schaffte er es, das Kind davon zu überzeugen, freiwillig mit ihm mitzugehen. Und ja, sie kamen dabei an einigen Wohnhäusern vorbei. Es war ja nicht stockdunkel oder so. Und sie wurden tatsächlich auch von Bekannten der Familie Albermann gesehen, aber irgendwie hat sich niemand dabei irgendwas gedacht. Sie kamen außerdem an zwei Monteuren vorbei, wovon einer von ihnen irgendwie ein ungutes Gefühl hatte, als er Peter sah. Er hatte sofort den Verdacht, dass er vielleicht der gesuchte Mörder sein könnte, wie auch immer er diese Verbindung geschafft hat. Er hatte das einfach so dieses Kribbeln in den Fingerspitzen. Er hatte einfach dieses Gefühl, dass er das sein könnte. Doch da Gertrud einfach so fröhlich wirkte und es so aussah, als würde sie freiwillig mit dem Mann gehen, warf er den Gedanken leider beiseite und dachte sich, ach, das wird nur ein Vater sein, der mit seiner Tochter spazieren geht. Ja, hätte der Mann einfach auf sein erstes Gefühl gehört und wäre einfach dazwischen gegangen, dann würde das kleine Mädchen wahrscheinlich noch leben. Er brachte das Mädchen zu einem Kleingartengelände bei der Fabrik Haniel und Lüg und dort würgte er das kleine Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit, nahm sich anschließend eine Schere und versetzte ihr mehrere Stiche damit in die Schläfe. Und er versuchte tatsächlich, das Blut, was daraus kam, zu trinken. Nach diesem Versuch verging er sich dann auch noch an dem Mädchen und stach danach wahllos auf sie ein, bis sie wirklich tot war. Ja, und anschließend legte er ihre Leiche dann einfach ins Gebüsch und ging nach Hause. Einen Tag später startete er einen dritten Versuch, um auf das Grab von Maria Hahn aufmerksam zu machen. Und er fertigte eine neue Skizze an und diese Skizze enthielt auch Hinweise darauf, wo man die Leiche der 5-jährigen Gertrud finden konnte. Da die Skizze nur wenige Stunden nach dem tatsächlichen Leichenfund bei der Polizei einging und bis dato die Öffentlichkeit noch nichts davon wusste, dass man eben das Mädchen tot aufgefunden hatte, konnten sich die Beamten ziemlich sicher sein, dass die Skizze von dem Mörder sein musste. Am 15. November 1929 konnte Maria Hahns Leiche dann endlich geborgen werden. Am 7. Dezember tötete er im Hofgarten einen Schwan, dessen Hals er durchschnitt, um anschließend das Blut zu trinken. Am 23. Februar 1930 lernte er eine Frau kennen, mit der er den Grafenberger Wald aufsuchte und dort kam es dann auch zu Handlungen, bei denen er sie würgte, und auf die Frage, warum er das tat, sagte er, dass dies für ihn Liebesbeweise seien. Eine Woche später trafen die beiden sich dann tatsächlich wieder, diesmal in seiner Wohnung, wo die beiden dann von Peters Frau Auguste überrascht wurden, die früher als geplant von der Arbeit zurückkam. In der kommenden Zeit würgte und belästigte er noch mehr Frauen, die ihm aber zum Glück vorher alle entkommen konnten, bevor er sie töten konnte. Und ja, am 14. Mai 1930 traf er dann auf Maria Butlis, die gerade
von einem Mann bedrängt wurde. Peter sprach die beiden an, bis der Mann tatsächlich von ihr abließ. Glücklich, gerettet geworden zu sein, machte sie sich dann mit ihm zusammen auf den Weg in seine Wohnung. Sie war wirklich sehr, sehr froh. Doch sie konnte ja nicht ahnen, dass ihr Retter eigentlich ein grausamer Mörder war. In seiner Wohnung wurde dann auch er tatsächlich aufdringlich ihr gegenüber. Ja, Maria protestierte aber wild und sagte, nein, ich möchte das nicht. Und daraufhin bot er ihr dann an, sie in einem Mädchenwohnheim am Grafenberger Wald unterzubringen für die Nacht. Ja, dort in dem Wald angekommen, fing er dann an, sie zu würgen, ließ aber sich von ihr ab und brachte sie dann in die Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Und Maria war natürlich total verwirrt. Sie verstand das alles überhaupt nicht. Über den Vorfall schockiert verfasste sie einen Brief an ihre Freundin Brückner, wo sie eben ja diesen Vorfall beschrieb. Ja, und wie der Zufall es so wollte, wurde der Brief dann irrtümlicherweise bei einer Familie Brückmann eingeworfen, die auch dort lebte. Ja, und diese brachte den Brief dann absolut schockiert zur Polizei. Die Polizei kam in den Mordfällen sehr lange nicht voran, da sie eigentlich davon ausgingen, dass es verschiedene Täter seien, da immer andere Tatwaffen benutzt wurden, beziehungsweise sie gingen davon aus, dass es einen Mörder gibt, der immer den Hammer benutzt, einen Mörder, der Scheren benutzt, einen Mörder, der eben diesen Dolch benutzt. Weil es eben auch so war, dass die Opfer nicht immer sexuell missbraucht wurden und deswegen gingen sie eben davon aus, dass sie mehrere Täter suchen und nicht nur einen. Außerdem gab es ja auch noch den Geisteskranken Johann Stausberg, der sich immer wieder als Täter, ja, stellte und bekannte, obwohl er das ja eigentlich gar nicht war. Wirklich, erst der falsch zugestellte Brief von Maria Butlis krempelte den Fall komplett um. Ja, zusammen mit der Polizei suchte Maria dann nach dem Haus, wo eben die Wohnung war, wo sie sich mit Peter traf. Und nach langer Suche meinte sie dann am 21. Mai 1930 das Haus in der Mettmanner Straße 71 zu erkennen. Daraufhin ging sie dann mit der Polizei ins Treppenhaus und so wie sie dann da im Treppenhaus stand, war sie sich nicht mehr sicher. Man muss sich ja auch vorstellen, es war natürlich auch eine Extremsituation. Sie wusste wahrscheinlich, worum es ging, dass man vermutete, dass er vielleicht auch für die anderen Morde verantwortlich war. Und da lastet natürlich schon ein gewisser Druck auf einem und man möchte jetzt auch niemanden Falschen beschuldigen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine schwierige Situation war und sie sich deshalb nicht mehr sicher war, ob sie jetzt in der richtigen Wohnung ist oder nicht. Mit der Polizei zusammen verließ sie dann das Haus wieder und mittags kehrte sie dann tatsächlich nochmal alleine zurück, wo sie dann auf eine Nachbarin von Peter Kürten traf und ihr eben von diesem Vorfall erzählte. Die Nachbarin steckte ihr dann einen Zettel zu, wo eben der Name Peter Kürten drauf stand. Vielleicht hatte die Nachbarin doch was geahnt, vielleicht war die Nachbarin ihm gegenüber schon sehr misstrauisch. Oder aber sie dachte sich, ja, das passt auf die Beschreibung. Sie hat auf jeden Fall den Namen auf einen Zettel geschrieben und Maria gegeben. Und diese brachte den Zettel dann zur Polizei, denn sie war sich nun doch sicher, im richtigen Haus zu sein. Das Seltsame an der ganzen Sache ist aber trotzdem, dass Peter, während sie dort in diesem Hausflur war, zu irgendeiner Zeit auch im Flur war, sie ihn aber nicht erkannt hat. Nicht so wie Peter. Er erkannte sein Opfer und ihm wurde schnell bewusst, was jetzt als nächstes passieren würde. Also verließ er das Haus und hob 140 Mark vom Sparbuch seiner Frau ab und traf sich dann mit seiner Frau in einem Café, wo er ihr sagte, er habe etwas mit einem Mädchen gehabt und diese sei ihm nun auf der Spur, weswegen er ausziehen müsste und eben nicht mehr in die Wohnung zurück könne. Am 23. Mai 1930 erschien die Polizei dann vor seiner Wohnung. Da sie dort aber niemanden antrafen, gingen sie in das Café, wo Auguste arbeitete. Ja, und gemeinsam ging sie dann mit den Polizisten zu der Wohnung zurück. Ja, dort erfuhr sie dann von dem Vorfall mit Maria und sagte den Polizisten, dass Peter ausgezogen sei und er sei auch arbeitslos im Moment, hätte aber heute einen Termin beim Arbeitsamt. Ja, die Polizei ließ daraufhin eine Vorladung für ihn bei Auguste und machte sich auf den Weg zum Arbeitsamt, wo sie vergeblich auf ihn warteten. Als Peter irgendwann die Wohnung nochmal aufsuchte, konfrontierte seine Frau ihn mit der Vorladung und er gestand ihr dann, ja, an den Tatvorwürfen ist etwas dran, das stimmt. Ja, und daraufhin verließ er dann wieder die Wohnung, verabredete sich aber für in ein paar Stunden nochmals mit seiner Frau, um mit ihr zu sprechen. Die beiden gingen dann zu den Rheinwiesen und dort legte er ein zweistündiges, allumfassendes Tatgeständnis von all seinen Taten ab.
Seine Frau, die total verzweifelt war, schlug ihm vor, dass die beiden gemeinsam Suizid begehen sollen. Doch das wollte er nicht. Er wollte Düsseldorf verlassen und all das hinter sich lassen und untertauchen, verabredete sich allerdings noch für den kommenden Nachmittag ein weiteres Mal mit seiner Frau. In der Zwischenzeit, während die beiden an den Rheinwiesen waren und sich eben unterhielten und er das Geständnis machte, hatte man der im August 1929 überfallenen Gertrud ein Bild von Peter gezeigt, die ihn daraufhin als Täter identifizierte. Die Polizei intensivierte die Fahndung und nahm letztendlich Peters Frau fest, die gerade von den Rheinwiesen zurück nach Hause kam. Sie wurde natürlich von der Polizei vernommen und verriet ihnen tatsächlich auch das Versteck von Peter. Doch dort konnte man ihn nicht finden. Nachdem sie dann psychisch total zusammengebrochen war, erzählte sie den Beamten von dem geplanten Treffen am nächsten Tag. Am 24. Mai 1930 wurde Peter dann bei dem geplanten Treffen am Rochusmarkt verhaftet, wo er keinen Widerstand leistete. Die beiden überlebenden Opfer identifizierten ihn als Täter, woraufhin er am selben Tag noch ein umfassendes Geständnis ablegte. Auguste Kürten, die ihren Mann ja quasi verraten hatte, quälte sich sehr damit, weswegen sie eine Zeit lang in einer Nervenheilanstalt im Grafenberg unterkam. Sie nahm dann tatsächlich einen neuen Namen an, ließ sich scheiden und zog dann nach dem Prozess nach Leipzig. Peter, der ja vorher ein allumfassendes Geständnis abgelegt hatte, zog dieses bei den Voruntersuchungen im Juni 1930 wieder zurück für alle Taten mit Todesfolge. Also er sagte, ja, alle Frauen, die ich irgendwie gewürgt und geschlagen habe, das stimmt, aber da, wo Menschen gestorben sind, das war ich nicht. Nach der Gegenüberstellung mit weiteren Zeugen und nachdem man dann auch ja, die versteckten Gegenstände der ermordeten Mädchen fand, kehrte er im August 1930 dann zu seinem vorherigen allumfassenden Geständnis zurück. Eine Untersuchung seines Geisteszustandes zeigte dann auf, dass er keinesfalls geisteskrank sei und volle Verantwortung für seine Taten übernehmen musste. Er wusste zu jedem Zeitpunkt, was er da tat, was die Folgen waren. Ja, und das war dann einfach so. Am 22. April 1931 wurde er wegen Mordes in 8 Fällen zu 9-mal Todesstrafe verurteilt. Außerdem bekam er für die 7 versuchten Morde 15 Jahre im Zuchthaus. Am 2. Juli 1931 wurde er dann mit dem Fallbeil in Köln hingerichtet. Die Leiche wurde ohne Kopf bestattet und nach dem Zweiten Weltkrieg gelang der inzwischen natürlich mumifizierte Kopf in die USA und dort ist er heute im Museum Ripley's Believe It or Not in Wisconsin zu sehen. Das war der heutige Fall, mal etwas längeres, ein sehr, sehr grausamer Fall und ich verstehe, wieder einmal nicht, wie all das nicht auffliegen konnte. Ja, hätten die Menschen, die einfach mal ein ungutes Gefühl hatten, sich irgendwie dazu geäußert oder so, ich glaube, das hätte schon viel geholfen. Wie immer, wenn ihr das Video interessant fandet, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem abartigen Fall sagt. Ihr dürft mir wie immer Vorschläge in den Kommentaren dalassen für weitere Videos, für weitere Fälle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!